Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Mit mir ist der Bones und wir haben gerade einen Kreischer entdeckt. Also respektive, wir haben sie gehört. Moinsen, wir sollten unbedingt ausleuchten hier. Ausleuchten? Soll ich wie? Mit was? Ja, geh mal runter. Ja, ich meine... Geh runter, spiel helles Köpfel. Runter, du helles Köpfel? Ja, weißt du, hell sein... Ich nicht hell. Ich nie hell. Ja. Sag, helles Köpfchen. Sagst du wieder. Will er sich wieder drücken? Natürlich. Ja, da war vorhin gleich ein Kreischer. Ja, immer noch. Ja, aber ich habe sie nicht gesehen. Das ist das Problem. Ja, ich auch nicht. Nur gehört. Ich versuche mal etwas an Fackeln hinzukriegen. Es tönt schon danach. Weißt du was? Komm in den oberen Stock und wir machen hier dich. Bin ich auch schon. Bin schon hier. Ich sehe nix. Ich schon. Ja. Ich baue einfach mal, ich verstärke jetzt einfach mal alles, was ich muss. Ehrlich, alles verstärken. Ja, nicht hier oben im Moment nichts mehr. Unten wäre noch so Raum dafür. Okay, ja, toll. Ich komme nicht mehr runter. Danke. Ja, hat auch einen Grund, wieso, dass du nicht mehr runterkommst. Ja, du hast irgendwas hingestellt. Wir sehen nicht mehr viel. Ja, das, was dort hingestellt wurde, ist eigentlich, damit niemand durchrennt. Danke. Gib mal Luft. Ja, also, jetzt auch nicht so schlimm, Mann. Naja, habe ich noch etwas, was ich in die Kiste packen kann? Ich nicht wissen. Ich brauche die Musik. Kohlebrocken lege ich mal in die Kiste. Die Schmerzmittel, ich schau mal da rein. Für Bankkassen behalte ich jetzt einfach, so frech bin ich jetzt. Habe ich nicht mal die Frage gestellt, wer verwendet heutzutage schmerzendes Mittel? Oder Mittel, das Schmerzen hat? Oh Gott, der Schmerz selbst schon ziemlich. Ja. Guter Witz, Bones. Spülen. Aua. Ja. Jetzt habe ich ein Bild weggeräumt. Hey, lässt er die Inneneinrichtung? Was meinst du? Immer diese Gewalt gegen unschuldige Inneneinrichtungen. Ich hab's nur eingepackt, ich habe ihm nichts getan. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles. Soll ich mal nach draußen gehen und schauen? Ja, können wir mal. Soll ich absichern oder einfach lachen? Ja, ich gehe jetzt einfach mal rundherum und schaue, ob ich da was sehe. Hier mal auf den Balkon und dann gehe ich mal herum. Ja, ich habe leider keine Fackeln mehr. Okay, ich gehe jetzt einfach mal runter. Ja, ich kann keine Fackeln mehr herstellen. Oh, ich komme wieder auf. Kommst du? Ja, ich würde auch kommen. Es geht jetzt gerade noch gut, also. Ja, das kommt schon gut, natürlich. Ja, die räumen auf. Ich bin gleich tot. Na, was machst denn du wieder? Sterben? Endliches wie ich. Ach du. Ich zieh Leine hier. Also ich bin schon tot. Ja, mir geht es endlich. Ich blute. Ich will weg hier. Ich will heim zu meiner Mami. Ich auch. Na toll, die haben die Treppe weggesemmelt. Was? Die haben die Treppe weggesemmelt. Okay. Und hier geht Leben aus. Lasst mich in Ruhe, ihr Saftsäcke. Erscheine auf dem Bett, erscheine beim Bett. Was ist da der Unterschied? Also,
Keine Ahnung. Okay, ich bin jetzt einfach mal im Bett. Na toll. Und ich bleibe auch hier. Den Moment. Den Aufgang werde ich noch verbessern. Bleib jetzt einfach mal hier, bis wieder Tag ist. Das wird deine. Ich würde es auch meinen, ja. Mit dem Gebäude hier kann mir da nicht viel passieren. Glaube ich, vielleicht. Vielleicht, ja. Ist auch so gut abgesichert. Das heißt, das wird eine richtig interessante Folge. Wie ich jetzt einfach hier stehe und mich bewege. Hab ich noch was drin? Ja gut, was haben wir für Zeit? Knapp 12:30 oder so. Ja, so lange geht es nicht mehr. Generell kann man ab 4 Uhr schon raus, wenn nichts mehr... Ich nehme noch den Lager, das, die ganzen Schrott- und Munitionteile nehme ich noch mit. Jo. Und das Hundefutter nehme ich auch mit. Das Öl nehme ich, glaube ich, auch mit. Erscheine auf dem Bett. Ach, guten Morgen. Oh, hi. War das ein Albtraum? Ja. Gott, oh Gott. Das hat richtig gut geklappt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, einsam. Was machen wir denn jetzt? Ja, was wir machen können, ist vielleicht nicht zu viel lernen. Dann schleiche ich. Da liegt noch was im Schrank. Eine leere Dose. Wow. Ja. Sehr toll. Ja, was machen wir? Ist natürlich jetzt ganz gut gelaufen. Ja, unser Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Euch zu zeigen, wie man stirbt. Ja. War ganz gekonnt. Also, was wir machen müssen, ist hier irgendwie in diesem Haus etwas Restposten hinterlegen, wie Waffen und Co. Ja, dafür braucht man aber zuerst die richtigen Dinge. Ich kann ja mal nachschauen. Also, ich schmeiß jetzt hier in den Kühlschrank mal meine Machete, die reicht noch so für ein, zwei Hiebe. Okay. Was brauche ich denn für eine Armbrust? Oh, hier vorne ist offen! Geschmiedetes Eisen, ja. Na toll. Kleber, Holz. Ich werde für eine Armbrust. Ja, hast du die, die Dings dafür, das Buch dafür gelesen? Nein, aber mir wird ja hier angezeigt, was ich dafür brauche und so. Ich weiß nicht, ob du die machen kannst, weil... Ich brauche einfach geschmiedetes Eisen 10 Stück, was noch schwierig wird. Leder, nö, Kleber. Das geschmiedete Eisen ist nicht das. Kleber. Ah, du siehst rechts ein Buchsignet daneben. Ja. Ja, das heißt, dass du zuerst ein Buch brauchen wirst, bevor du das machen kannst. Ja, aber das macht ja gar aber rein theoretisch macht das gar keinen Sinn. Warum mir hier dann angezeigt, was ich dafür brauche? Das sollte doch einfach mal Fragezeichen stehen oder so. Ja, ja, eigentlich ja. Ich klöpple jetzt mal was von anderen, damit wir etwas Holz haben. Jo. Was ich jetzt interessant finde, wo wird einem eigentlich angezeigt? Ich habe ja vorhin die 44er Magnum gelernt, rein theoretisch. Ja. Warum wird mir das hier nirgends angezeigt? Was hast du für ein Buch gelesen, damit du die Magnum reparieren kannst? Oder damit du, also zusammenbauen und reparieren kannst? Oder dass du die Munition dafür machen kannst? Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, weil wenn es die Munition ist, kannst du einfach das Handling mit der Munition machen, sonst weiter nicht viel. Okay. Dann mal schauen bei Skills, das Überlebende, das andere. Hier, Waffen, Bogenschießen, Messerjunge, Stufe Waffen, Waffenschmied. In was von wegen Waffenschmied bin ich? Mach ich jetzt einfach mal. Ich keine Ahnung, 45.
Ja, ich könnte auf jeden Fall die Magnum und Patrone herstellen. Dafür bräuchte ich aber irgendeinen Tisch. Wahrscheinlich die Werkbank oder so. Okay. Ah ja, das ist ja gut. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Wegen Werkbänke und Co. Okay. Es ist hell draußen, irgendwie so halb. Ja, ich würde meinen, gehen wir raus. Gehst du vor? Ich schließe hinter nach wieder ab. Jetzt haben wir eben den Vorteil, ich bin immer noch bewaffnet mit dem Bogen. Ja, ich habe zwar einen Bogen und ein Pfeil und drin. Da ich die Pfeile in die untere Liste genommen habe, weil ich eben intelligent genug bin dafür, habe ich die Pfeile auch noch. Ja, ist klar. Nee, ist klar. Ja, ich habe noch 60 Pfeile. Das wegen der Intelligenz gebe ich gerne zurück bei Gelegenheit. Was hat die denn dabei? Oh! Honig. Deine Fertigkeit plündern ist jetzt auf Level 3. Okay, von mir aus. So. Ja, aber wir sind ja in der Nähe meines Rucksackes, also. Ja, auch in der Nähe meines Rucksackes. Deinen sehe ich ja nicht. Ich weiß nur, wo meiner ist. Und ich habe ein Knüppelchen dabei, also. Okay. Auf die Fresse haut 2000. Ja, ich habe irgendwie das Problem mit dem Nahkampf. Ich bin eher so viel. Weißt du, ich bin so dumm. Ein Zombie greift mich an. Aus der nächsten Nähe. Was mache ich? Ich schieße mit Pfeil und Bogen rauf. Ja, das ist. Was hatten wir da wegen Intelligenz? Ich hatte Panik. Ah, ja. Klar, ich habe meist auch Panik. Ich habe Gold gefunden. Das ist ein Rucksack. Das wird meiner sein. Ja, meiner ist einer noch beim Haus. Ich hab mein Matt wieder. Toll, toll, toll. Was ist denn? Was sollte das denn für eine Straße sein? Ja, ich habe mich das in der letzten Folge auch schon gefragt. Ich. So, Verbände machen wir mal. Ja, da ist noch ein Bogen, ne? Ein Leer sogar. Okay. Du bist wieder bei dem Haus? Ich bin beim Haus, ja. Also merke das nächste Mal die Esse sicher nicht anlassen über Nacht. Jetzt habe ich ein Problem, ich komme da nicht mehr hoch. Ja, hast du noch guten Frames? Nein, die hatte ich nicht im Inventar. Na toll. Holz sammeln? Die liegen oben. Auf dem Balkon. Holz sammeln? Ich weiß, ich bin unterwegs. Ich nehme wieder ein bisschen davon mit. Wäre jetzt das nächste. Also ich hätte noch etwas Holz. Ja, ich auch vor der Hütte ganz viel. Schwierig. Wie man eigentlich immer alles zweideutig verstehen kann, ist echt unglaublich. Weißt du, was ich gefunden habe? Oah, rennende Zombies! Rennende Zombies? Ja, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe ein größeres Gebäude gefunden. Vielleicht ist das ein Trader. Okay, bleibst du da? Ich komme auch gleich. Ich will zuerst meine Sachen holen. Ja, ich werde nicht auf Ort und Stelle bleiben. Das ist etwas zu gefährlich. Jo. Holzrahmen. Mach ich einfach mal nur einer. Mehr brauche ich gerade nicht. Mädel, bleib liegen, Mensch. Glaube ich, zumindest, dass ich nicht mehr brauche. So, ich hab meine ganzen Sachen wieder. Komm jetzt mal zu dir, dann weiß ich, wo du bist. Auch in die Richtung. Okay. Altes. Au! Ah, ja, Zombies sind hier. Nein, ich bin in die Stachel gesprungen aus. Aha. Das, du reparierst sie nachhin wieder. Wer sie kaputt macht, repariert sie. Also die Zombies, denn sie haben sie noch mehr beschädigt als ich. Ja, du bist jetzt reingesprungen. Die Zombies kann ich nicht zur Verantwortung ziehen.
Doch. Naja, gut. Das ist jetzt wieder diese kollektive Bestrafung, die wir auch schon als Thema hatten. Siehst du das? Ja. Und jetzt ein Trader ist genau was, denn ich, wie gesagt... Ich nee, das ist kein Trader, das ist eine Stadt. Der Trader ist ein Außenposten, bei dem man bei einem NPC Mats kaufen kann. Aber okay. Das sieht gut aus. Ich würde noch nicht gleich in die Häuser reingehen. Nein, nein, ich mache da mal Zombie-Wegschnitzelei. Ja, weil... weil wegen Zombies und so. Ja, ich bin sie schon am Beschäftigen. Wie ich diese Hase, der jetzt gerade ankommt, die zappeln immer so fest herum. Ah, der LSD-Freak. Ja, genau. Es geht. Zwei Schüsse ins Knie. Mädel, Mutti, du bleibst stehen. Du hast einen Pfeil im Auge. Wie viel hältst du eigentlich aus? Ach du heilige Scheiße. Verdammt viel. Mensch, Junge, bleib stehen. Ha! Mitten auf die Rübe und weg ist er. Ja, der wird sich drin befinden. Lass ihn doch einfach. Der macht uns die Türe auf. Ich habe ein Rap-Kit gefunden. Okay, ich muss schnell... Für Waffeln. Kann ich einen herstellen? Ja, sehr gut. Da gibt es guten Loot. Zerlegen. Oh, Bogen mit Stufe 79, das ist gut. Das gefällt mir. Jo. Ja, was könnten wir an Waffeln noch machen? An Waffeln? An Waffeln, ja. Wieso an Waffeln? Ja, das ist das komische Dingens, weißt du, damit, dass man auf Zombieschädel einschlägt. Eben Waffeln. Da ist ein Zombie, ich sehe einen. Der... Tja, die ist voll festgepackt. Brauchst du noch ein kleines Rohr? Ich habe ein großes Rohr, danke. Was war das mit zweideutig? Das war absichtliche Zweideutigkeit. Ja, gut. Oh, es... Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich vergebe dir den Zombie aber nicht. Zombies tönt. Ich habe ihm nur den... Komm mal schauen, ich zeig dir mal was. Ja, komme. Dieser Zombie wird auf jeden Fall nie mehr nachdenken können. Hm. Okay. Ich möchte gerne mal da rein, aber das wird auch wahrscheinlich noch schwierig. Ach du heilige Scheiße, ich glaube die Tür ist bald kaputt. Ja, der macht uns die Türe auf, also ich habe da nichts gegen. Ah, ich bin hinter dir. Da sollte man durchschießen können, oder? Ja. Ich nehme die laufende. Ja, mach du nur. Ich schieß eh daneben. Ich auch, zwischen den Beinen durch. Ja. Jetzt bleib liegen, Junge. Okay, meine ist erledigt. Ich tu dir nichts, ich massier dich nur mit der Eisenwurz. So. Gehen wir rein? Ja, ich glaube, wir versuchen das mal. Hallo, ich sah wer? Okay. Dann die Maschine. Ah, da kann man Sachen kaufen, okay. Ah, hat das eine Trading-Maschine? Eine Trinkmaschine? Ja, gut, das ist jetzt, ja, kann man auch brauchen. Nein.
AK-47, langer Lauf für eine abgesägte Schrotze. Ich habe eine Schrotze gefunden. Fick dich doch einfach mitten ins Knie. Ah, ist das herrlich. 2 Schuss dafür. Aber die können wir fast noch nicht brauchen. Oh, hi, Zombie. Wie geht's dir denn? Du siehst ja toll aus. Also, du sahst auf jeden Fall. Ich sag's so nicht. Ich habe noch eine Maschinenpistole gefunden. Hä? Willst du mich verarschen? Ja. Aber das tut nichts zur Sache. Ich habe es wirklich gefunden. Was? Wie? Warum? Ja, lag da in der Kiste. Ich nerve mich gerade. Nö, nee, muss der nicht. Doch. Ich will auch! Was ist denn da noch? Da ist auch noch eine Kiste. Muss ich die zersprügeln, die Kisten hier? Ja, die musst du eine Stufe runterhauen. Okay, mach ich mal. Kollege von draußen. Okay. Ach du Schande. Ich hab auch Sachen gefunden. Ich hab nur die Medizin. Verschlussgehäuse. Ach du heilige Scheiße, ich hab keinen Platz. Ah, zap! Ah, Hilfe! Was kommst du denn? Ja! Ich hab's ja gesagt! Stirb! Na, hast du das Gefühl, du hast eine Chance gegen mich, oder wie? Willst du wohl liegen bleiben? Und ja. Immer schön das Kopf massieren. Ach, du gibst mir. Ja. Da kommt noch eine. Oh, mitten in die Eier. Ich zeig ihm mal, wie man das im Massagestudio macht. Okay, ja. Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist wieder einmal um. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt auch einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wenn wir was verbessern können und wie es euch insgesamt gefällt. Und schaut doch auch mal beim Bones hinein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Tschüss.